So, ein herzliches Willkommen hier zurück. Ich habe jetzt gleich hier wieder beim Hirschen eingeschalten, denn wir sehen da unten Dammhirsche. Potenzial zwei dabei, die wir rausschießen müssen. Okay, das war ein logisches Gold. Wir hätten da den Dreier und den Vierer. Weiter mit der Klasse 4 natürlich. Ja, muss es sein. Musste sein. Gleich hier was für den Great One zu tun. Er hat eine schöne Farbe auch gehabt. Das Weiß. Weiß ich gar nicht, ob das selten ist. Mit der Überarbeitung. Ja, das ist ein schöner goldener in Schokoladenbraun. Diese Farbe kenne ich auch nicht. Weiß auch gar nicht, ob das. Ich nehme an, nicht, dass das selten ist. Annehmen. Weiß. Weiß ist, glaube ich, auch nicht selten. Ja, nehmen wir mit. Gut. Wir haben gesagt, wir gehen. Wann hin? Haben wir gesagt, das nächste ist. Da unten irgendwo wollte ich hinschauen. Da. Genau, da hatte ich nämlich schon zwei Rothirsche. Ich möchte den unteren See mal anschauen. Guter Start auf jeden Fall jetzt in diese Aufnahme. Es regnet. Wie man es hört. So, bei dem See war ich nämlich auch noch nicht. Ich hoffe, dass hier auch was Gutes stehen wird. Gott sei Dank, ist ja gar kein Wasser. Okay, sehen durch einmal dann nichts. Ich glaube, es wollte was hingehen, oder? Am Wasser kenne ich jetzt einmal nichts. Wird jetzt ist gerade am rausziehen. Die Hirsche.
10 nicht. Hab ihn gefunden. 6er muss weg. 6er ist weg. So. Dann gehen wir gleich darüber und schauen wir mal, was da so steht. Da unten war das. So, nochmal gehen, nochmal bewegen. Zwei Gruppen haben wir dort schon gespottet einmal. Da hätten wir dann auch noch eine gespottet gehabt. Und da unten auch. Ich glaube, wir nehmen die da unten und dann die da oben. Der Japon. Rote stehen da. Ivan, das sehe ich schon, der gehört weg. Klingt wie das Reh. Immer fertig. So, 7er steht auf der Seite. Da steht der 8er, der weg muss. Zweiten habe ich schlecht getroffen. Aber jetzt liegt er. Gut, 8er und 7er wieder weg.
Ah, da ist der Blut schon. Na komm, dass du auch was zu tun hast. So, da liegt immer noch 8. Da liegt der 8. Dann sagt er runter und dann mal darüber und dann schauen wir mal weiter. Dann auf jeden Fall beim nächsten Mal mit der Damage-Phase weitermachen. Habe ich schon auf jeden Fall. Wenn er da läuft, dann haben wir ihn. Das muss er ja sein. Anderen haben wir ja nicht angeschossen da. So. Gut, das ist ein Vierer, der muss weg. Da hinten, das steht noch alles. Das heißt, da können wir eventuell auch noch was rauszwicki-zwacki machen. So ein Gewässer bräuchte ich ja immer. Dreier Axis-Hirsch, Vierer. Zweier ganz super, Zweier noch besser. Ja, früher habe ich immer gehofft, dass so viele gute wie möglich in einer Herde sind, dass man aussuchen muss. Jetzt mittlerweile hoffe ich, dass es immer nur kleine sind. Gut, wir werden uns jetzt zu dem Zelt spawnen, schauen, ob wir darüber schauen können. Nein, lass mal stehen, lass mal stehen, lass mal stehen. Lass mal stehen.
sehen wir nächstes Mal. Okay, gut. Mal abgesprungen sein. Welchen See haben wir da jetzt noch nicht? Den haben wir auch schon. Den nehmen wir jetzt dann noch zum Abschluss. So, kurz das Mikro richten. So. Sorry, was laut war. Da kann man nicht vorstellen, dass da nur ein Rot hier steht. Auch ein 7er. 2 7er. 2 7er. Schauen wir mal, ob wir beide wegkriegen. Natürlich genial wär's. Dann wäre jetzt das mal mit die Hirsche gewesen sein. Erst rechts, dann werden wir gleich nach links schwenken. Wenn der zweite Schuss gut war, bin ich kurz beeindruckt von mir, weil den ersten, der hat da schon zuckt. Weiß ich jetzt nicht, ob der ganz so gut war. So, da ist der zweite auf jeden Fall, den habe ich jetzt gefunden, brauche keinen Hund dazu. Schädelkiefer, ja genau wie er gezuckt ist. Aber dann, ja, Trophäen noch ganz beschädigt. Bitter, wäre nicht so schlecht gewesen, der Schuss. Gut. Den kleinen Zeh nehmen wir dann noch mit. Ja, wenn ihr wisst, wo Rottische oder so noch Spots sind, die ich jetzt vielleicht nicht erkundet habe oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hier ist keiner mehr, weil dann war es das auch mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Da werden wir es mit die Dammhirsche angehen. Da werden wir starten. Ja, eh so 10.30 Uhr sowas, bis ich beim ersten See bin. Wir werden natürlich jetzt da auch mal schauen, was da ist. Also hier könnte ja auch was sein, da werde ich mich mal darunter begeben. Aber bis dahin, macht es gut, haut rein. Ciao, ciao.